Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultimate Chicken Squad, und heute darf ich euch dieses E&C SMR 16 der Generation Nummer 3 vorstellen. Wie es damit war zu spielen und was wir so erlebt haben damit, seht ihr jetzt im Video. Die SMR 16 hat eine Länge von 710 mm und mit ausgefallenem Stock hat sie eine Länge von ganzen 800 mm. Es gibt verschiedene Varianten, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich verschiedene Farben. Einmal die Farbe Schwarz, wie wir jetzt hier haben, und dann gibt es sie noch als Tan. Und vor kurzem ist auch schon die Gen 4 erschienen, also die etwas neuere Version. Sie wiegt ganze 3 Kilogramm und ist damit, sag ich mal, mäßig schwer. Es ist vollends okay. Und hat ca. 1,5 Joule. Verbaut ist ein DNT-Stecker und dahinter befindet sich eine Bugatti EFCS Core Einheit. Neben dem hübschen Gewehr befindet sich im Lieferumfang noch 2 Midcap-Magazine von E&C direkt mitgeliefert, ein Speedloader zum Beladen und dann noch unterschiedliche Rails für die Seite und eben noch für unten, dass ihr erweiterte Armbarmöglichkeiten habt. Verbaut wurde ein Messinglauf mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm und einer Länge von 270 mm. Das Hop-Up ist stufenversteuerbar, sprich es rastet ein, und damit ist es garantiert, dass man das Hop-Up besser einstellen kann und vor allem präziser. M4 typisch ist eine V2 Gearbox verbaut. Das Nozzle darin besteht aus Alu und hat ganze 2 O-Ringe. Der Zylinder-Head ist auch aus Aluminium gefertigt, ebenfalls mit 2 O-Ringen. Der Piston ist aus Kunststoff mit Stahlzähnen. Der Piston-Head auch wieder aus Aluminium gefertigt, allerdings dieses Mal nur ein O-Ring. Ich bin enttäuscht. Die Gear ist aus Stahl. Der Trigger ist halt ein Standard-Trigger, ist jetzt nichts Besonderes, er ist halt einfach da. Und zusätzlich haben wir noch ein Bugatti Core EFCS-System verbaut mit einem Federschnellwechselsystem. Alles in allem muss man wirklich sagen, sehr hochwertige Komponenten, wie man es eben von E&C gewohnt ist. Dann kommen wir jetzt zu Optik und Verarbeitung. Das Ding ist an sich wirklich hochwertig verarbeitet. Das meiste ist Aluminium, zum Beispiel vorne der Henker. Der ist komplett aus Aluminium gefertigt und es festigt total hochwertig an. Wir haben auch Kunststoffkomponenten, wie hier oben jetzt eben diese Rail zum Beispiel oder hinten die Schulterstütze. Diese wackelt übrigens ein wenig und hat einfach sehr viel Spiel, ist aber eigentlich eine typische M4-Krankheit. Ansonsten ist sie wirklich top verarbeitet. Rein optisch ist es jetzt allerdings nichts Besonderes. Ist halt eben die Durchschnitts-M4, die wahrscheinlich jeder schon mal zu Hause im Schrank liegen hat oder hatte. Daher kann man da jetzt nicht so viel Kreativitätspunkte verteilen, allerdings kriegt sie von uns trotzdem 8 von 10 Punkten. Allein wegen der Verarbeitung kann man da überhaupt nichts dagegen sagen. Eine coole Eigenschaft von der E&C ist, sie ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Sprich, ihr seid Rechtshänder, ihr kommt hier easy an die Bedienelemente ran, sowohl Feuerwahlhebel als auch an den Mag Release, der sich hier befindet. Aber auch Linkshänder kommen nicht zu kurz. Ihr kommt auch wunderbar an den Feuerwehrhebel auf dieser Seite hier ran und an den Mag Release. Der ist hier irgendwo. Geht ein bisschen strenger, aber ich denke, umso öfter man den hernimmt, umso leichter geht es dann irgendwann. Zudem hat der Schaft 5 verschiedene Einstellmöglichkeiten, Stufe 1 bis 5. Steht oben richtig schön dran, dass ihr seht, wo ihr das eingestellt habt. Wenn ihr es in die Tasche einpackt und die Airsoft wieder rausholt, könnt ihr euch dann merken, okay, ich hatte es auf der Stufe, weiß ich nicht, 3. Dann könnt ihr am nächsten Spieltag hingehen und die Stufe 3 einstellen. Und dann ist wieder alles wie vorher richtig nice. Hier auf der Hinterseite vom Body finden wir noch diesen Hebel. Den könnt ihr anziehen. Dann öffnet sich das Dustcover, wo dann sich eben die Hop-Up-Unit dahinter befindet. Könnt ihr easy einstellen. Das Rädchen vom Hop-Up ist nicht zu klein. Sprich, ihr könnt da sogar mit den Handschuhen ein bisschen hinkommen, einstellen. Alles wunderbar. Richtig schön funktional. Auf der Seite ist dann, wie man es eben kennt, dieser Knopf da dran. Dann schnallt es wieder nach vorne und ihr könnt den Deckel wieder zumachen. Eben wie bei einer echten auch. Sie kriegt von uns 10 Punkte.
in der Funktionalität, weil alles einwandfrei funktioniert. Ein elementarer Punkt zum Zocken sind ja die Magazine und die Akkus, und dazu kommen wir jetzt. Fangen wir jetzt mal eben mit den Magazinen an. Das ist eine ziemlich lustige Angelegenheit. Wir haben jetzt hier einmal ein Crytek Magazin mit Cap. Das wurde damals, haben wir mal das irgendwann gekauft, keine Ahnung. Das tun wir rein, es feedet, also man hört auch irgendwie kein Klicken, das ist mir gerade so aufgefallen. Es feedet aber gut, hat ein bisschen Spiel und bereitet keinerlei Probleme. Also Crytek MidCap Magazin könnt ihr ohne Probleme hernehmen. Genauso wie dieses Originalmagazin, welches beiliegt, das ist ja auch MidCap. Passt easy rein, wackelt halt ein bisschen, hat Spiel, aber feedet gut. Was auch gut feedet und dazu noch gut aussieht, ist dieses Waffelmagazin. Das ist einfach ein Traum, das ist aber schon immer ein Träumchen. So, und jetzt kommen wir mal zur Problemseite. Die Problemseite ist hier drüben. Hier haben wir ein Lonex MidCap Magazin, das funktioniert eigentlich immer einwandfrei, haben wir aus irgendeinem unerklärlichen Grund aber einen enormen Schulverlust. Genauso mit dem G&G Magazin und dem G&G HiCap Magazin, also das G&G ist übrigens auch MidCap. Und dann haben wir noch dieses Crytek HiCap Magazin. Das ist ziemlich lustig. Ich demonstriere es jetzt mal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Er steckt es rein und dann geht es wieder raus. Also man kann es irgendwie nicht gescheit reinstecken. Und ich verstehe nicht warum. Keiner versteht warum, aber es macht Probleme. Wegen dem Sitzen der Magazine ist es so, dass Bugatti eigentlich hier einen Streifen, einen Klebestreifen reinklebt. Haben wir jetzt aber irgendwie nicht drinnen gehabt im Magazinschacht. Das ist auch ein bisschen doof. Vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt eine Knifte mit einem Klebestreifen. Dann sitzen die Magazine nämlich auch besser. So, weiter geht's mit den Akkus. Das ist so eine Sache für sich. Mit viel Mühe, viel Zeit und viel Gelassenheit schafft es wirklich, so einen Triple Stick da hinten reinzukriegen in den Stock. Wir empfehlen aber eher, versucht einen Double Stick. Es ist trotzdem, es ist ein sehr mühsam, sagen wir es mal so. Wir geben ihr 6 von 10 Punkten in der Kompatibilität. Yeah. Handling ist auch ganz wichtig, vor allem bei so einer kurzen M4. Sie lässt sich relativ kompakt, sag ich mal, einfahren und ist damit sehr, sehr gut für CQB geeignet. Ist aber auch definitiv gut für draußen, für größere Distanzen, absolut spielbar, auch vom Bewegen her. Vom Movement, man kann ganz leicht und bequem die Seiten wechseln. Alles gut, alles kein Problem. Die Gewichtsverteilung ist auch voll in Ordnung. Natürlich ist sie ein wenig kopflastig, kein Wunder. Der Handguard ist ja aus Aluminium gefertigt, also zieht es halt schon ein bisschen Gewicht. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch, als dass es jetzt hinderlich wäre. Sie kriegt daher beim Handling 8 Punkten von 10 möglichen. Und genau. Für den Spielbetrieb ist am allerwichtigsten die Schussleistung. Wie gut ist die Reichweite, wie präzise ist das Ding? Und es ist sehr präzise und sie hat eine sehr gute Reichweite. Ihr wollt jemanden auf die Arschbacke schießen? Kauft es euch, wirklich. Verdammt präzise und saugute Reichweite, wie man es halt eben von E&C kennt. Diese babyblaue Hop-Up-Unit, die ich immer vergöttere, ist einfach der Hammer. Ihr trefft damit jedem Scheiß, was ihr treffen wollt. Also ihr kriegt da ja 10 Punkte. Jetzt sind wir schon am Ende des Videos angelangt und damit auch zu unserem Schlussfazit. Für 459 Euro kriegt ihr eigentlich ein ziemlich geiles Gerät mit einer kleinen Macke, nämlich die Magazine. Da müsst ihr euch drum kümmern, wenn ihr euch das wirklich kaufen wollt. Sprich, entweder ihr passt den Magazinschacht an oder lasst ihn euch eben vom Bugatti anpassen oder vielleicht kriegt ihr sogar schon angepasst, wer weiß. Aber ansonsten passt da alles, es ist alles stimmig. Und hat von uns immerhin ganze 8,4 Punkte gekriegt insgesamt, was wirklich eine sehr gute Gesamtbenotung ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Lasst vielleicht ein Abo da, ein Like, einen Kommentar und schaut vielleicht auch bei Facebook oder Instagram vorbei. Und dann sieht man sich vielleicht das nächste Mal entweder am Spielfeld oder wieder hier auf dem YouTube-Kanal. Bis dann, haut rein und tschüss. Are you listening?